Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Evelyn ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Review, der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es dieses Mal hier ganz klar um einen Rasierer. Nee, um einen elektrischen Fußhornhautraspler, nenne ich das Gerät mal. Ich habe mal den Auftrag bekommen. Ich möge mich doch mal bitte darum kümmern. Im Internet gibt es doch so viele Sachen. Du kennst dich doch da aus. Guck doch mal nach. Ist ja klar, als Gegenleistung brauche ich das Produkt. Ich brauche ein Video von. Weil es garantiert den einen oder anderen da draußen gibt, der vielleicht auch schon mal überlegt hat, sich so ein Gerät zu kaufen. Und deswegen stelle ich das jetzt hier an der Stelle mal vor. Wir schauen, alles, was im Lieferumfang drin ist, liegt vor uns. Anleitung, eine Tasche sogar im schicken Weiß. Wunderbar, um ideal alles zu verstauen. Eine Zufriedenheitskarte. Jupp. Und hier diese Reibeisen, beziehungsweise dieses Gerät hier, welches, hoch. Denn das hier, ach so, hier fällt, das ist gar nicht, eigentlich ist es nicht schmutzig, aber irgendwie auf der anderen Seite, so, machen wir es mal schnell wieder sauber. Das ist ja hier wie so ein bisschen, nicht wie Sandpapier, aber so ähnlich. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Geht das so? Ach so, wir müssen erstmal Batterien einlegen. Ist ja höchst interessant, das werden wir dann auch gleich mal tun. Wir haben also erstmal für verschiedene Möglichkeiten eine Abdeckung. Das Ganze wird hier drauf, damit hier das nicht, ich denke mal, nicht abstumpft, beziehungsweise hier nicht alles so schwarz rausrieselt. Ja, wie man das jetzt hier so sieht. Was haben wir denn hier noch? Ist hier irgendwas beweglich? Nee. Hier unten kann man auf jeden Fall an- und ausstellen. Das ist schon mal viel wert. Was haben wir noch? Einen Reinigungspinsel. Das ist auch sehr gut, damit man das Gerät später, wie gesagt, reinigen kann. Verschiedene Rollen, die will ich auch noch mal ganz kurz anschauen. Und zwar einmal. Das ist die rauste Rolle, das ist die weichste Rolle und das ist halt die mittlere. So, dann haben wir einen Netzadapter dabei, wo wir das Ganze über Strom auch betreiben können. Und zwar Output 6 Volt bei 2 Ampere kommen da also raus. Das ist schon mal sehr praktisch. Schauen wir mal ganz kurz hier in die Anleitung rein. Ich lege das Gerät vielleicht mal hier so in den Hintergrund. Und dann schauen wir mal nach. So, was gibt es denn hier noch so Schönes? Ah ja. So, passt mal auf. Und zwar folgendes. Wir haben einmal hier die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Elektronischer wasserdichter Hornhautentferner mit Bedienungsanleitung. Die Schutzkappe sollte man logischerweise erstmal entfernen. Dann Austausch des Rollkopfes. Tauschen Sie den Rollkopf dann aus, wenn dieser Ihrer Meinung nach keine Wirkung mehr erzielt. Wobei das ja hier alles eh unterschiedliche sind. Das ist hier wie bei so einem Trennschleifer. Das kennt der ein oder andere vielleicht. Trennschleifer, ja? Beziehungsweise, nee, Quatsch, Trennschleifer meine ich gar nicht. Schleifgerät, Mensch. Wie heißen diese denn? Wo man immer so zwei Riesenrollen hat, wo man immer Metall und alles Mögliche so abfräsen kann. Bloß halt für euren Fuß. An der Stelle erstmal. So, die Reinigung und der Austausch, ja, das ist eigentlich relativ simpel. Stromzufuhr von 100 bis 240 Volt oder vier Batterien. Einfach einlegen und dann geht das Ganze schon los. Ja klar, muss es ausgeschaltet sein. Eigentlich ist es nicht schwer, weil wie gesagt, normalerweise drückt man da drauf, da brauche ich keine Anleitung für. So, dann drücke ich das hier wieder rein, gucke hier, so, zack, wie wir das hier einigermaßen wieder reingedrückt bekommen. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht gleich reingehen, wa? Doch, es geht sofort rein. Es schnappt auch gleich rein. So, das sitzt hier drinnen fest und eigentlich brauche ich bloß hier drücken und dann ziehe ich hier so und dann innen drinnen kommt hier so eine Nase raus und die drückt das Ganze raus. Ja, das ist jetzt keine Kunst an der Stelle. Wird das wieder reingedrückt. So. Gucken wir mal. Zack, da sitzt es wieder drin. Ich mache kurz auf Pause und hole mal Batterien. Bis gleich. So, kommen an der Stelle erstmal ein paar dicke Akkus rein hier mit jeweils 2000 Milliampere. Wie viel haben die jetzt hier ganz genau? Ja, 1950 minimal. Also 2000 Milliampere. Die stecken wir hier einfach nur rein. So. Ansonsten halt. Verkehrt rum. So rum. So rum. Oh. Verkehrt rum, doch reingemacht. Unfassbar. So, dann wird das Ganze hier wieder aufgelegt. Und zwar so. Gut, die scheinen nicht ganz voll zu sein, wa? Okay, das ist einmal on, einmal off. Oder geht der nicht schneller? Okay. Wir warten noch mal ganz kurz. So, nochmal ordentliche Batterien eingelegt. Jetzt hört sich das Ganze auch schon besser an. Oh ja. Der zieht gut durch. Denke mal.
wenn man das Ganze jetzt hier mal mit dem scharfen, also mit dem scharfen nicht, aber mit dem richtig rauen, das ist, doch, das ist der hier, hier mal rein begibt. Bin ich mal gespannt, wie wir das jetzt hier zum Laufen kriegen. Huch. Einmal wieder hier rein, los. Nanu. Rein damit. Ich weiß gar nicht, wenn die werden sich ja hier nicht so schnell abnutzen, denke ich mal. Immer so in die Richtung. Oh ja, hier, der zieht hier. Der zieht euch hier so ein bisschen Haut weg. Alter Falter, das Ding geht mal richtig ab. Also wie gesagt, ihr seht es auch hier, die Haut, die wird sich dann hier oben dran natürlich etwas absetzen. Deswegen ist das Ganze so weiß. Ist wahrscheinlich jetzt nicht für die Zielgruppe 15 plus, aber für die älteren Damen und Herren, die sich hier auf den Kanal mal verirrt haben, bitteschön, habt ihr das auch mal gesehen an der Stelle? Praktisch ist es. Man kann, wie gesagt, die Akkus gleichzeitig, denke ich mal, innen drin aufladen. Das steht hier gar nicht. Nee, aber auf jeden Fall kann man das über Netzadapter mit bedienen. Bei 2 Ampere kommt da richtig was raus. Und dann geht das Ding richtig vorwärts. Kann man sich, oder braucht man sich keine Sorgen machen. Wenn man dann fertig ist mit dem Ganzen, dann kann man den hier sicher verstauen. Nein, wichtig, dieses Ding hier, sonst rappelt sich innen drin alles auf. Hier, das sitzt auch Gott sei Dank fest. Braucht man sich keine Sorgen machen. Ab in den Kulturbeutel, zack. Und dann für unterwegs einpacken, beziehungsweise für später einfach mal. Kann man sogar hier oben zuziehen, eine praktische Sache. Zack. Ideal. So, das war das denn auch mal. Habe ich den auch mal vorgestellt. Und dann werde ich den jetzt an den, der es bestellt hat, weitergeben. Beziehungsweise ich habe es ja bestellt. Beziehungsweise es wollte wer anders haben. Elektrischer Fußhornhautentferner. Gab es ja auch noch nicht auf dem Kanal. Ja gut, bis dahin erstmal. Wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review oder Preview. Auf Wiedersehen.